Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sword and Sanctuary, zu einer nächsten Runde gegen unseren alten Freund Crane, der plötzlich drei Lampen am Leuchten hat. Warum? Warum? Heißt das, wie oft ich an diesem Boss gestorben bin? Würde passen. Aber waren manche denn schon Lichter, bevor ich, ob das erstmal da war? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich jetzt angepasster. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben für Sachen, für Aufwertungsgegenstände. Vielleicht brauche ich später nochmal. Und ja, versuchen wir es einfach mal. Ich habe ein anderes, Schild. Ein kleineres, was weniger wiegt, weil das alles sehr viel wiegt hier. Und einen anderen Helm. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier wird. Ja. Ja, lauf durch, das ist eine gute Idee. Ich habe auch viel Konstitution diesmal leider im Vergleich. Magst du vielleicht Feuer einsetzen? Das würde mir gefallen. Ja, danke. Oh ja, der Schaden ist viel besser. Ich glaube, aggressiver auch zum Ende hin. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Hat das ruhig. Ich kann nicht schnell genug blocken irgendwie, wenn ich einmal das Blocken aufhöre mit. Ja. Magst du mit Feuer einsetzen wieder? Ich freue mich ganz halt immer darauf, wenn er das einsetzt. Ah, jetzt. Machst du mich wahrscheinlich stärker oder macht sie zum. Macht ihm einen elementaren Schaden oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls das Schlauste, einfach weg zu bleiben, würde ich fast schon sagen von ihm, weil. Der bufft irgendwann auf und dann muss er ihn neu buffen. Ah, er macht es wieder. Das ist eine sehr gute Runde diesmal. Die Keule bringt's. Das war ein großer Fehler. Oh. Ups. Ich muss nur aufpassen, weil echt sein Schaden ist echt monströs, wenn er trifft. Jetzt. Ach, geblockt noch in letzter Sekunde. Ja, wenn er noch einmal Feuer macht, könnte das gut für uns aussehen. Oder ich sterbe jetzt einfach. Ja. Wow. Da hat er mich am Ende übertumpelt, weil er einfach zu viel Schaden, ich nicht alles wegblocken konnte. Nein. Das ist jetzt aber. Ah, aber die Waffe ist besser. Das heißt, wir versuchen es jetzt gleich nochmal. So. Auf jeden Fall haben wir gesehen, das ist auf jeden Fall der Schaden ist super. Das heißt, unsere Keule hat schon mal, wenn wir beim Boss nicht weiterkommen, Alternativwaffe, muss ich sagen. Aber wiegt halt sehr viel. Ist das doof. So, nächster Versuch mit der Waffe. Ja, was ist das denn bitte für ein Vergleich? Ach. Okay, Fehler. Ich wollte unbedingt ganz viel Schaden drücken und da habe ich keine Konstitution mehr gehabt. Ich würde in diesem Kampf gerne Konstitutions-Talisman benutzen. Oh oh.
Ja. Jetzt. Ich hau mal die mal ab. Toll abgehauen. Wir haben ihn gleich wieder zur Hälfte. Dann war es schon wieder zu Ende. Nice. Oh, warte, kannst du uns schon weg? Also in der Schattenform macht er echt viel, macht er irgendwie anderen Schaden oder so, dass er nicht so gut blocken kann. Nicht schlau von mir, aber ich kann jetzt einen Potion mir reindrücken. Ja, was ist los? Warum kann ich dies in dieser Form nicht blocken? In der Form eigentlich schon. Na komm. Ja, das wollte ich. Form schon zu Ende. Läuft wieder ganz gut, aber es war eben auch plötzlich abrupt irgendwie zu Ende. Weil ich einfach so durchlaufe. Ah, geht nicht. Doch, jetzt kann ich angreifen. Ja, das war. Einfach kurz ein bisschen ausweichen, bis dein Buff zu Ende ist. Ja, mach deinen Sprung. Der ist gut. Nein, ich jetzt, ich bin gerade nicht da. Ja. Genau. Taumel halt ein bisschen rum, macht einen Sprung. Genau, buff dich. Nein, buff dich nochmal. Ja. Das war's. Wir haben gewonnen. Der ging gut. Mit bisschen Vorbereitung. Man kriegt nur Geld und Salz und echt nichts anderes, oder? Kriegen wir noch irgendeinen Drop? Rollins Grange Asche. Aber man kann hier weitergehen. Okay. Oh, warte, warte, warte. Bösewicht auch schwach für uns. Aha. Das soll, glaube ich, ein Mobbing dafür sein für die Leute, die. Aus der Sicht der Leute, die es immer schaffen, den zu besiegen sofort. Verdrehtes Herz. Was ist das? Ich will kein Potion einnehmen. Verdrehtes Herz. Was ist verdrehtes Herz? Hier ist es nicht. Ausrüstung? Schild? Nein. Waffe? Krummstock? Nein. Ring? Nein. Was ist es denn bitte? Helm? Nein. Vielleicht irgendein wichtiges Objekt? Hier ist es nicht. Das irritiert mich gerade. Ich kann Blitzschauer Stufe 1 ausrüsten. Oh. Wo ist dieses verdrehte Herz? Da. Okay. Warum ist der hier nicht zur Auswahl gesetzte Blitzschauer? Komisch. Was ist denn hier rechts? Okay. Hängende Gegner mag ich nicht gerne. Ach, ist kein Gegner, okay. Ja, übrigens macht der Hammer fast jeden normalen Mob zu Hit. Zwei Mustattengedichte hab ich hier für so viel Geld gekauft. Ist das ein Gegner? Ist das eine Falle? Aufträge des Herzogs, okay. Komisches Gebiet. Weil die Rüstung ist mal ausgerüstet. Spinnen.
Ich mag Spinnen nicht. Ich hätte so gern so einen Speichern. Aber zum Glück überlebt nichts die Keule richtig gut. Falle. Oh. Oh oh. Stirb! Das gibt's doch nicht. Wie lange hält denn aus? Haha. Falle umgangen? Mob lebt wahrscheinlich noch, oder? Ich glaube nicht, dass der Mob durch die Falle stirbt. Obwohl doch, andere Gegner wurden auch durch die Falle getroffen. Ist auf jeden Fall weg. Träger des Königs? Was ist denn das hier alles? Komisches Dungeon. Also dreimal so lang. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Dann sollte ich mal aufpassen. Oh, habe ich mich erschreckt. Ich bin richtig zusammengezuckt. Stirb. Oh, habe ich mich erschreckt. Mein Gott. Kann der vielleicht irgendwo mal einen Speicherpunkt kommen? Bin irritiert. Ich komme auf jeden Fall mit unserer Fertigkeit weiter. Blitzschlag, da kann man runter. Spawnen Gegner? Ne, nur da, wo ich mich erschrecke. Ach nö, ich mag die nicht. Was ist das? Aha. Ach, ich laufe auch noch rein. Okay. Ich möchte hier nicht unbedingt weitergehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich gleich sterben werde und ziemlich viel Salz bei mir habe. Oben links bin ich ja fertig mit dem Weg, oder? Ja, das heißt, ich muss hier oben rechts noch weiter. Und bis hierhin war es ja eigentlich was weit. Nein, nicht treffen. Nein. Nein, 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 hör auf damit. Was immer du vorhast. Sag mal. Ich brauche ja nicht viel Hits für ihn, aber das sind das. Nein, ich wollte nicht das Potion benutzen. Ich wollte das hier benutzen. Ich hoffe nicht, ignoriert er mich. Nein, tut er nicht. Wieso wachsen die Arme nach? Ah, ist besiegt. Gut. Ich glaube, wir haben hier hoch. Ja. Hier waren wir doch schon mal, oder? Das ist ein Gegner. Nein! Komm näher an den Abgrund, komm schon! Ja, ich komm ran! Jetzt komm ich nicht mal ran! Haha! Ist schwierig, wie man da hochkommt.
Nach eben auch gekommen. Okay, ich muss also hoch und dann einfach die Angriffstaste. Ich muss da doch irgendwie hochkommen können. Liegt es in der Waffe? Okay, damit ging's. Okay. Okay, wo kommen wir da oben hin? Oder ist das ein Objekt? Das ist nur ein Objekt. Nee. Ich will gerade die Waffe lieber haben. Da geht's nicht weiter. Okay. Aus. So. Nein. Nein! Was auch immer du bist, geh weg! Nein! Was bist du? Was auch immer du warst, bleib tot. Ich bin ja doch irgendwie falsch. Ich meine, es kommt kein Speicherpunkt. Ich bin out of potions. Jo. Gut. Ich denke mal, das ist keine gute Idee. Es gibt ja noch ein paar andere Wege hier, aber da will ich einfach nicht lang gehen. Zum Glück spawnen die Gegner hier nicht neu. Ich werde auch langsam ein Problem bekommen hier, weil out of potions in einem Gebiet, wo ich keinen Speicherpunkt finde. Klingt nicht so toll. Wenigstens habe ich alle Wege bis auf den oben rechts hier fertig. Frage ist, wie viele Gegner kommen da noch? Ja. Ja. Ganz knapp trifft er mich hier unten nicht. Glück gehabt. Haha. Nein, er trifft mich. Ich hab's gewusst, dass er mich irgendwann trifft. Spinnen sind nicht stark. Ja, die kann man schnell töten, wenn man sie sieht. Ich hoffe die ganze Zeit auf den Speicherpunkt. Weit weg. Vorsicht. Heiligtum weit weg. Vorsicht. Ja. Ich verliere schon gleich mein ganzes Salz, weil ich zu voreilig bin. Dich kennen wir ja noch. Weiß es, was ich getan habe? Nein. Ich nehme die Dinge, die ich begehre. Ich habe so viele Dinge von so vielen Leuten genommen. Seelen wie Überreste, gebunden von sterblichem Fleisch. Ich fordere sie ein. Königreiche aus Staub und Lügen, erbärmliche Prinzessinnen, korrupte Herren. Ich fordere sie ein. Bist du der Typ, der unsere Prinzessin geklaut hat? Das ist nämlich gerade ganz vorsichtig. Oh, das ist ein Heiligtum oben. Oh, safe.
Nochmal nur einfach, weil es so gut tut. Dieser Fake dort halt schon weit entfernt. Mit dieser Zigarre sind wir, in der wir diesen Feuerboss besiegt haben. Also von nicht allzu vielen Folgen. Letzte Folge, oder? Ja. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Warte mal, was steht hier? Riese voraus benutzte Schild. Was? Was? The Butt is Prince? Okay. Hallo? Boah, Konstitution. Ein Hit macht das weg. Sollte ich von dieser Seite kommen? Ich bin ein bisschen gemobbt von dem Typen. Ja. Ich komme ja nicht mal weggerollt. Soll ich einfach von vorne kommen, oder? Ich habe eine Fackel angebaut aus Versehen. Macht zwar auch nicht viel Schaden, der Typ, ne? Muss man so sagen. Wie mache ich denn den am besten? Ich kann mir vorstellen, dass der als Magier extrem einfach ist. Die Hindrehe ist auch vollkommen egal. Ja. Bei dem brauche ich nur Schlagverteidigung. Anders hat er eh nicht drauf. Okay. Möglicherweise ist auch Blitze nicht die beste Sache für ihn. Okay. Macht irgendwie Fun, der Typ. Ist nicht so schnell, ist sehr. Man kann immer in Ruhe noch blocken in letzter Sekunde. In Ruhe in letzter Sekunde. Au. Ist echt so ein richtiger Boss-Rush irgendwie, diese Aufnahmesession. Sollte möglicherweise nicht ganz so doof spielen wie ich. So ein Tipp. Das scheint auch nicht ganz so klein zu sein, das Areal. Wenn man es immer einen Schlag wegmacht, kann man auch eigentlich so ein bisschen alles aufbrauchen immer. Ist eigentlich ganz entspannt. Da ist er durchgebrochen. Packen. Einfach wird es viel, einfach wird es wenig. Dann machen wir das mal. Ich weiß immer nicht, wie viel er über Damage macht. Das ist ein bisschen irritierend. Zum Glück bin ich auf halbwegs auf meiner Armor geblieben, weil ich hatte ja auch extra auf Schlitz und Schlagverteidigung habe ich ja extra noch gebildet gehabt beim letzten Boss. Deswegen passt das ja nicht gerade. Aber man kann es immer nur einmal treffen maximal. Wenn wir den ersten Schlag blocken. Also. Oh. Das ist eine Kombi, die ich jetzt nicht erwartet habe. Ich
überlebt. Wow. Okay. Ich muss mich vor der in Acht nehmen, vor der Kombo, wenn er mit der Arm im Arm zuschlägt. Das ist sehr komisch irgendwie. Ich kann mir gerade noch nicht so ganz vorstellen, dass... Dass es so gut ist, das Element, was ich benutze. Und vor allem der Tipp, Riesenfach aus benutze Schild. Und dann erstmal so, Schild, ja, bringt nicht viel. Wie gesagt, wenn man blockt, macht er echt nicht viel Schaden. Oh nein. Nur diese Kombo muss man vor aufpassen. Ja. Aber es könnte echt klappen. Da drückt plötzlich immer Schild. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht ausweichen, anstatt zu blocken. Das heißt, ich würde echt gern, was diese Fackeln aussagen sollen. Ich würde gerne erstmal auf die andere Seite rüber, wenn es geht. Irgendwie, wenn er mich lässt. Ah, danke. Ah! Hm. Und jetzt schiebt er mich wieder auf die ganz andere Ecke, dass ich das mir jetzt nicht gebracht hat. Ah, okay, so kriege ich einen ausgewichenen Angriff. Oh, hier, der Treffer war schade. Nein, nicht doch, nein! Was soll ich denn tun, wenn du mich nicht mehr was machen lässt? So, ein bisschen mehr Konsti. Ah, gut, ich bin auf der anderen Seite gelandet. Was ist los? Da kann schon irgendwas stimmt nicht. Wenn ich zu viel Konsti habe, dann bricht er aber auch durch. Das heißt, manchmal ist es ganz praktisch, viel zu haben. Er wird irgendwie fauler. Was ist los? Ah. Und ich passe weniger auf. Aber es sieht momentan so aus, als wenn jetzt nicht irgendwas Überraschendes kommt. Als... ob das echt zu unserem Gunsten aussieht. Außer ich bin jetzt weiterhin zu doof. Und das, wenn er jetzt nur noch springen würde, hätte ich verloren. Zum Glück springt er nicht immer nur. Ach, zum Glück reicht das Rollen so gerade eben. Ja. Nein. Ach, da konnte ich nicht ausweichen. Ich setze auch einen Potion jetzt ein. Weil da will ich gerade ein bisschen safer gehen. Der Doppelhandangriff ist gar nicht so stark. Na gut, manchmal stärker, manchmal schwächer. Und besiegt. Yes! First try. The Construct. Krieg ich einen Schlüssel? Asche des blutrosen Prinzen. Wehe, das war jetzt ein Bonus-Boss. So wie Crane auch war. Aber ich denke mal nicht. In Ruhe einfach mal speichern gehen. Und jetzt so ein Magic-Trick, dass wir gar nicht mehr zum Speicherpunkt hinkommen. Gut,
Dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Schaut Eastern Alliance, das Let's Play Salt Sanctuary. Wenn wir uns weiter erkunden, wo es weitergeht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.